dran. Herzlich willkommen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber so im Allgemeinen ist es doch so, wenn wir Normal- oder Durchschnittsintelligenzquotientler irgendwann irgendwo etwas nicht mehr so ganz verstehen, dann, naja, dann beruhigen wir unser ungutes Gefühl mit dem Zitat: Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt. Und deswegen freue ich mich auf meinen Gast heute Abend ganz besonders, weil er gehört zu denen, die tatsächlich über die Dinge zwischen Himmel und Erde etwas mehr wissen als wir. Vor allen Dingen weiß er ganz unnachahmlich über das zu plaudern, was er weiß. Herzlich willkommen, Professor Dr. Heinz Haber. Lieber Herr Professor Dr. Haber, das Werk des Wissenschaftlers Heinz Haber, das ist so umfangreich, dass ich fürchte, dass wir es in 45 Minuten kaum auch nur annähernd streifen können. Deswegen habe ich mir gedacht, für meine Zuschauer, für die Freunde von heute Abend, ist es möglicherweise viel interessanter, den Menschen Heinz Haber ein bisschen näher kennenzulernen. Deswegen möchte ich ihn vorstellen und vielleicht mit einer etwas frechen ersten Frage. Stört es Sie, lieber Herr Professor, wenn man Sie den Showman unter den Wissenschaftlern nennt? Nein, eigentlich gar nicht. Im Gegenteil. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, wissenschaftliche Dinge einer größeren Öffentlichkeit zu erläutern. Und ich finde, dass wir Wissenschaftler in der Vergangenheit den großen Fehler gemacht haben, dass wir nicht die Sprache sprachen, dass wir uns nicht so ausgedrückt haben, dass man uns versteht. Also mit anderen Worten, wir müssen eigentlich als Wissenschaftler, da wir ja doch mit unserer Aufgabe auch von der Öffentlichkeit bezahlt werden, das ist ja alles sehr, sehr teuer, die ganze Wissenschaft, müssen wir eigentlich auch Rechenschaft abgeben, was wir eigentlich mit dem Steuergeld machen. Aha. Wenn wir da zum Monde fliegen oder wenn wir einen großen Teilchenbeschleuniger bauen, bevor wir uns herumgedreht haben, haben wir schon 50, 60.000 Mark ausgegeben in der Planung. Wir müssen Rechenschaft abgeben und das müssen wir tun, sodass man uns versteht. Also raus aus dem Elfenbeinturm. Und die Mittel, die man dabei benutzen muss, die habe ich bei euch Showleuten gelernt. Dankeschön für dieses erste sehr schöne Kompliment. Das gilt übrigens, wenn ich das nebenher sagen darf, wahrscheinlich genauso für unsere Herren Politiker, die in der Zwischenzeit sich einer Sprache bedienen, die der Normalbürger kaum noch irgendwie mit versteht. Das sind ja nur noch Termini Technici, siehst du, und ich fange auch schon an mit dem Quatsch. Ja. Also Fachwörter, die einer, der nicht ständig mit der Materie befasst ist, überhaupt nicht mehr begreift. Ja. Sie haben neben dem Doktor, dem Professor, eine ganze Reihe von schmückenden Titeln. Einige will ich einfach mal nennen. Das ist eine Alterserscheinung. Mein Beruf. Sie haben eine wunderschöne Pointe gehabt, bevor Sie wussten, welche schmückenden Titel ich hier anführen will. Das ist nämlich nicht etwas, was mit dem Alter zu tun hat, sondern nur etwas mit Ihrem Wissen. Da ist zum Beispiel der Dolmetscher der Wissenschaft. Das haben Sie gerade sehr hübsch erklärt. Dann ist es einfach der Weltallhaber, was ja wieder zu einer sprachlichen Missdeutung führen könnte. Ein Weltallhaber ist einer, der ein Weltall hat. Er hat es erforscht und ergründet. Und dann kommt noch ein Titel, den ich gelesen habe, der Astro-Showman. Der gefällt Ihnen wahrscheinlich am wenigsten. Ach, warum nicht? Ich habe mit den Sternen zu tun und das Showbusiness, das musste ich lernen, um überhaupt wirksam werden zu können. Darf ich Ihnen dann gleich die Frage stellen, wie ist Ihr Verhältnis als Astrophysiker und als Astronom zur Astrologie? Ja, das sind ja zwei völlig verschiedene Paar Stiefel. Wollen Sie wissen, was ich von Astrologie grundsätzlich denke? Zum Beispiel. Ja, also es ist ein Aberglaube, der nicht auszurotten ist. Und er ist, um es einmal ganz brutal zu sagen, ein Unsinn.
Es gibt... Es gibt zwei Astrologien. Wir haben die geschichtliche Astrologie. Das heißt, als der Mensch zum ersten Mal überhaupt da guckte, was ist denn da los? Da laufen da so Sterne über den Himmel. Wir haben Tag und Nacht. Wir haben Jahreszeiten. Wir haben den Mond mit seinen Phasen. Das wollte er deuten. Er wollte es verstehen lernen. Also dass ursprünglich die Astronomie, die Astrologie zusammengehörte. Und dann in der natürlichen Wunsch der Menschen, für alles eine Verursachung zu finden. Da ist ein ganz tiefer religiöser Anspruch der Menschen auch damit eingebettet. Glaubte er, dass auch sein eigenes Schicksal damit zusammenhinge. Und es ist sehr, sehr schön, diese alten astrologischen Schriften zu lesen, weil wir in der Geschichtswissenschaft einen ganz seltenen Fall haben, dass wir nämlich sehr genau sagen können, was unsere Vorfahren echt gesehen haben. Wir können ja zurückrechnen, wie die Pleiaden gestanden haben. Da gab es mal eine Sonnenfinsternis im Jahre 585 vor Christus. Dann gab es bestimmte Planetenstellungen. Das können wir ausrechnen. Und das sieht heute noch genauso aus wie damals. Sodass wir also Einblicke gewinnen können, wie die Menschen damals gedacht haben. Wenn ich da eingreifen darf, eine Astrologie haken darf. Sie haben gesagt, da gibt es so bestimmte Planetenstellungen, haben Sie gerade gesagt. Ja. Es gibt im Augenblick eine, über die sehr viel gesprochen und sehr viel geschrieben wird, eine sogenannte Katastrophenstellung einer ganzen Anzahl von Planeten. Und vermutlich stehen wir mal wieder kurz vor unserem Untergang. Vor unserem Untergang, ja. Also das ist ein Thema, mit dem ich mich in den letzten Monaten sehr viel beschäftigen musste. Es kommt, die Planeten laufen ja um die Sonne, ja, in ganz verschiedenen Zeiten, von 88 Tagen der innerste bis zu 267 Jahren der Pluto. Da kommt es gelegentlich mal vor, dass sie alle von der Erde aus gesehen in einer Reihe stehen. Mhm. Und das kommt in etwa vor, das ist nicht auf den Tag genau, das geht über Monate hinweg, es hat letzten Jahr schon angefangen. Und das kommt alle 179 Jahre vor, dass die etwa so in einer Reihe stehen. Ja, ich kann mich erinnern, das letzte Mal war es vor 179 Jahren. Ja. Also, und das ist ganz schlecht jetzt. Das ist ganz schlecht, was da gerade passiert. Und jetzt passiert also Folgendes, dass es gibt eine Katastrophenindustrie. Wissen Sie, was ich darunter verstehe? Sie werden es mir erklären. Ja, also das ist so, wenn irgendwas ist, sagen wir mal, es wird... Ein neues Sprühmittel erfunden. Da wird die Ozonschicht kaputt gemacht. Ja. Oder es wird dann jetzt die Planeten kommen in eine Reihe. Das hat mit der Astrologie zu tun. Und dann wird unsere Erde von diesen Kräften so durchgerüttelt, dass mit großen Erdbeben, ja sogar, dass sie zerplatzt. Und jedes Mal, wenn so eine neue Katastrophe in der Industrie aufkommt, da schreibt einer ein Buch, sofort ein Bestseller. Es gibt ja, denn gute Nachrichten sind ja schlechte Nachrichten oder umgekehrt, ne? Eigentlich umgekehrt, ja. Die schlechten Nachrichten sind immer die besten. Sind die besten Nachrichten. Sind die erfolgreichsten. Und ich habe sehr viel zu tun gehabt damit. Mein Poststapel ist noch so hoch. Herr Professor, was sollen wir machen? Die Planeten stehen in einer Reihe. Da gibt es immer ein schönes Buch. Eine Frage, Herr Professor. Das Sie geschrieben haben. Wir kommen nachher drauf. Entschuldigung. Und dann habe ich also Folgendes gemacht. Ich habe einen 12-jährigen Jungen und ich habe hier so einen ganz gewöhnlichen Taschenrechner. Ja, das ist so ein amerikanisches Modell. Und ich habe dem Kleinen gesagt, pass mal auf, Mickey, der ist 12 Jahre alt. Mhm. Wir möchten mal ausrechnen, wie groß sind die Gezeitenkräfte, wenn die Planeten alle in einer Reihe stehen. Und das wollen wir mit dem Monde vergleichen, denn der Mond macht das jeden Tag. Ebbe und Flut. Ebbe und Flut, ja. Und da sagt er, das programmiere ich dir. Und Der Mickey hier. 12 Jahre alt. Ja. Und ich habe ihr Ghost Rider. In a way, ja. Also kann das schon sein. Und ich habe ihm dann gesagt, also pass auf, wir brauchen die Masse des Planeten und den geringsten Abstand. Die Masse kommt in den Zähler und der Abstand kommt in den Nenner. Der muss dann dreimal mit sich selbst multipliziert werden. Das sind nicht die Gezeitenkräfte. Und da habe ich gesagt, also fangen wir mal an. Er sagt, ach komm, das programmiere ich dir. Ja? Und da hat er also Folgendes gemacht. Ja, das Programm ist hier da drin. Ich brauche hier bloß jetzt einzudrücken. Mhm. Jetzt gebe ich es los. Und da steht jetzt Venus. Nicht? Ja. Das ist also die Gezeitenkraft, die Venus ausübt. In ihrem, und da steht 19.037 Jupiter. Da wollen wir mal sehen, was da kommt.
Da kommt jetzt 170.000. Diese Zahlen bedeuten, dass die Kraft, welche die Venus ausübt, 19.000 Mal kleiner ist als das, was der Mond jeden Tag macht. Und der Jupiter ist 170.000 Mal kleiner als was der Mond jeden Tag macht. Und dann habe ich dann einmal gesagt, das ist doch eigentlich ein Blödsinn. Ihr Katastrophenmacher, das habe ich denen auch in den Briefen dann geschrieben. Ich habe dann so einen Formbrief geschrieben, weil ich nicht alle einzeln schreiben kann. Da habe ich geschrieben, schauen Sie mal, machen Sie es doch wie mal 12-Jährige, nehmen Sie einen Taschenrechner und rechnen Sie aus, was das für ein hirnrischer Schwachsinn ist, den Sie mir da auf den Tisch legen. Das sind also solche Sorgen, die man hat, wenn man in der Öffentlichkeit über Wissenschaft spricht. Aber mit der Astrologie bin ich noch nicht ganz fertig. Ja? Ich habe ja nur von der geschichtlichen Astrologie gesprochen. Jetzt die moderne Astrologie, dass man daraus das Schicksal des Menschen, dass man das voraussagen könne, das ist ein schlimmer Aberglaube. Bitte, es soll jedem unbenommen sein. Jeder kann es glauben, wenn er will. Die Sache wird nur ein bisschen schlecht, wenn Leute echt daran glauben, dass sie dann in ihrer Entscheidungsfreiheit sich vielleicht beeinflussen lassen. Oh. Ja? Da gibt es irgendwelche Voraussagen über Krankheiten und so etwas. Da können wirklich schwere menschliche Störungen angerichtet werden. Und ganz schlimm ist es, wenn die Astrologie in die Staatskunst eingreift, wie das gewesen ist, bitte bei Wallenstein, Rudolf II. Und vielleicht auch bei Rudolf Hess und Himmler. Oh. Weiß der Teufel, ob nicht die Astrologen da an dieser teuflischen Geschichte in den 30er Jahren mitgemischt haben, im Hintergrund. Und das ist das, was mir Sorge macht. Und deswegen habe ich mich auch gegen die Astrologie jetzt auch in der Öffentlichkeit ein bisschen Stellung genommen. Mhm. Sie machen mir Mut zu einem etwas gewagten Sprung zurück. Durch die Namen, die Sie genannt haben, komme ich also in die schlimme Zeit unserer Vergangenheit, die 30er Jahre. Wir möchten schon ein bisschen Ihren Werdegang ausleuchten. Sie wollten, wie ich gelesen habe, schon im Jahre 1938 zum Beispiel bei der UFA in Berlin wissenschaftliche Kulturfilme drehen. Naja, man gibt sich Mühe und liest, da kommt so ein berühmter Mann und dann sagt man, was hat denn der schon alles gemacht? Und dann merkt man erst, was er schon alles gemacht hat. Das war also 38. Welche Themen wollten Sie denn damals schon, ja, kann man sagen, populärwissenschaftlich unter die Leute bringen, mithilfe des Mediums Film? Also ich war damals Student, war kurz vor meinem Doktor. Und mich hat der Film immer schon gereizt. Also ich bin nicht durch Zufall jetzt hier auch im Fernsehen tätig. Das schwelt schon lange in meiner Vergangenheit. Und damals war Dr. Kaufmann der Direktor der Kulturfilmabteilung der UFA in Berlin. Ich habe in Berlin studiert. Und da habe ich mich eines Tages mal bei ihm gemeldet und ihn gefragt, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, wenn ich dann meinen Doktor gemacht hätte, vielleicht auch einen oder den anderen Kulturfilm zu machen, in dem klassischen Sinne des Kulturfilms von damals. Aha. Insbesondere natürlich dann meine Fachgebiete Physik, Astronomie. Und das hat mir auch versprochen, dass er was machen wolle, aber bitte ein Jahr später stand ich ja vor der Grenze Polens und musste da am 1. September 39 einmarschieren. Ja, und 39 haben Sie promoviert? Ich habe 39 gerade vor dem Kriege meinen Doktor noch in den Stall geschoben. In den Stall geschoben. Und 1944 haben Sie sich habilitiert? Habe ich habilitiert, ja. Sind Sie Professor auch geworden? In Berlin. Nein, noch nicht. Noch nicht. Das war erst später. Nur die Habilitation. Dozent nannte man Dozent. Das damals, ja. Und nun würde ich gerne wissen, was war in dieser Zwischenzeit, 39, 44? Ja, da war ich im Felde. Ich war Fliegeroffizier, bin 2,5 Jahre, war also überall, wo was los war, musste ich dabei sein. Ich bin in Polen einmarschiert, in Holland einmarschiert und in Russland einmarschiert. Das ist eine furchtbare Zeit als gewesen. Als Fliegeroffizier einmarschiert? Als Fliegeroffizier, ja, na, ich meine eingeflogen. Eingeflogen, so wollen, ja. Ja. Also eingefallen, wie die Heuschrecken damals. Und dann bin ich einmal auf die Nase gefallen und war dann fliegeruntauglich und bin dann wieder in meine wissenschaftliche Heimat zurückgekehrt, in das Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin-Dahlem. Das ist so eine typisch habersche Untertreibung, dieses auf die Nase gefallen. Damit meinen Sie einen ziemlich bösen Flugzeugabsturz, den Sie überlebt haben, aber ziemlich böse verwundet. Naja, das ist nun Gott sei Dank vorbei. Gott sei Dank, aber es gehört zu Ihrer Vergangenheit und es soll nicht unerwähnt bleiben.
Sie wurden dann gleich nach Kriegsende Dozent und das ist vielleicht einer der entscheidendsten Schritte Ihres Lebens an der Universität Heidelberg. Sie haben vorher schon in Heidelberg studiert, in Leipzig studiert und in Berlin. Ich bin dann von den Russen ausgerückt in den letzten Wochen, möchte ich sagen. Im März 1944 bin ich dann nach Heidelberg gegangen, weil das meine nähere Heimat war. Ich bin Mannheimer. Mannheimer. Und dann bin ich nach Heidelberg gegangen und habe dort dann auch meine ersten Vorlesungen gehalten. Wer waren die Hörer? Ja, also das war sehr merkwürdig. Es ist ja so, als junger Wissenschaftler fängt man mit dem obstrusesten Zeug an. Nur die alten Herren lesen die einfachen Dinge. Aber als junger Dozent muss man so beweisen, was man so alles kann. Mhm. Ja, und ich habe also eine Vorlesung angekündigt, hieß Physik der Sonne. Es war bloß Mathematik und Strahlungstheorie. Und damals, das war 1945 im Herbst, da kamen doch unsere Jungs wieder an die Universität. Mhm. Da habe ich also 35, 40 Hörer gehabt. Die sind bloß gekommen, um zuhören zu können. Die haben nichts davon verstanden, die brauchten es auch gar nicht. Aber die wollten bloß wieder die Atmosphäre der Universität wieder spüren. Mhm. Es war eine sehr schöne Zeit. Sie schildern es sehr anschaulich, deswegen glaube ich, ist die Frage berechtigt. Diese Atmosphäre unmittelbar nach dem Krieg mit diesen jungen Leuten, die aus dem Krieg kamen und jetzt etwas lernen wollten. Und das noch dazu in Heidelberg, in einer wunderschönen, alten, romantischen Stadt, die Gott sei Dank von diesem Kriege fast verschont geblieben ist. Was hat Sie veranlasst, dann unmittelbar darauf, sehr früh, das alles zu verlassen, um in die Vereinigten Staaten von Amerika zu gehen? Ja, also es war damals so, dass die amerikanischen Streitkräfte, die Army, die Navy und die Air Force, die hatten schon lange vor Kriegsende, schon 1943 ging das schon los, eine Liste aufgestellt von deutschen Wissenschaftlern, die sie nach dem Kriege einsammeln wollten. Und ich war noch keine 14 Tage in Heidelberg, als die Amerikaner einmarschiert waren. Da stand schon ein Jeep vor der Tür, ein Major Wallace, der war ein Professor der Psychologie an einer großen Universität, und fragte mich, ob ich die Absicht hätte, wieder nach Berlin zurückzukehren. Da sagte ich, eigentlich gar nicht, ich bin froh, dass ich wieder hier bin. Mhm. Das hat es nämlich so, wir würden Sie gerne bitten, zu uns nach Amerika zu kommen, mit einer Gruppe von anderen Wissenschaftlern. Und damals war doch in Deutschland wirklich für uns nichts los. Schauen Sie, ich war damals gerade als junger Dozent, jetzt sollte es eigentlich losgehen. Und da war dieses Trümmerfeld, die Wissenschaft lag am Boden. Und jetzt nach Amerika gehen zu können und dort, und die haben gesagt, sie können machen, was sie wollen. Sie können bestimmen, was sie forschen wollen. Wissenschaftlich aus dem Vollen schöpfen. Aus dem Vollen. Mhm. Und dem habe ich zugesagt, insgesamt waren es 450 deutsche Wissenschaftler. Das hieß Paperclip, war der Codename dafür. Und, also das ist eine Büroklammer. Ja, Büroklammer, ja. Und wir haben also, wenn wir uns auch drüben trafen, immer so eine Büroklammer uns da dran gesetzt als Zeichen. Also einer der berühmtesten Vertreter unserer Gruppe war Werner von Braun. Ich wollte gerade fragen, wer gehörte damals zu dieser? Dazu natürlich noch andere. Und da bin ich dann natürlich mit großer Freude mitgegangen. Und Werner Höfer, unser Fernsehkollege, als ich mal mit ihm zusammen war, hat er ähnliche Fragen gestellt. Er sagte, aha, Sie sind wohl ein Beutegermane. Ja? Und das, so ist es denn auch. Und ich sage dann oft immer, naja, wir haben eure Reparationen bezahlt. Mhm. Womit Sie mir sehr nett zu verstehen gegeben haben, dass wir doch immer das Gleiche fragen. Ich dachte, meine Fragen sind ganz originell. Also der Werner Höfer hat sie alle schon gestellt. Naja, der hat ja schon so wahnsinnig viele Sachen gemacht. Ich schätze ihn sehr. Sie gehörten also mit zu dieser Elitegruppe deutscher Wissenschaftler, die die Möglichkeit geschaffen haben zur bemannten Raumfahrt. Ja, ich habe mir damals das auch ausgesucht und zwar auf dem Gebiet der Luftfahrtmedizin, obwohl ich ein Astrophysiker und Physiker bin, braucht man jedoch bei der Beherrschung der Probleme, wenn wir einen Menschen ins Weltall schicken,
einen, der sich da draußen auskennt. Der sagt, das sind die Bedingungen, wir haben die Strahlungsbedingungen, die Temperaturbedingungen und jetzt müssen wir den Menschen schützen, dass er das auch durchsteht. Also meine Spezialgebiete waren insbesondere die Erforschung des gewichtslosen Zustandes. Ja, man sieht doch, wenn die Astronauten so in diesem Raumschiff sich bewegen können, wie sie wollen. Sie werden ja von der Schwerkraft nicht mehr angezogen, weil die Zentrifugalkraft nach außen zieht, genau gleich groß ist. Und die ganzen Disorientierung, die dabei entsteht, das versuchten wir rechtzeitig zu erfassen und dann eine Methode entwickelt, um diesen Zustand im Flugzeug in einem sogenannten Parabelflug für etwa eine Minute zu verwirklichen. Und alle unsere Astronauten in Amerika wurden durch diesen Test hindurch gepumpt. Die haben viele Flüge machen müssen, die Russen haben es nicht gemacht, mit dem Erfolg, dass viele von ihnen einfach, denen wurde es schlecht, die wurden raumkrank. Und das Zweite war die Entwicklung eines Weltraumanzuges. Wir müssen ja den Astronauten, wenn er das Schiff verlässt, müssen wir ihn ja vor dem Vakuum schützen, wir müssen ihn mit Sauerstoff versorgen, wir müssen seine Körperwärme wegkriegen, wir müssen den Wasserdampf, den er ausatmet, Kohlensäure muss weg. Und ich erinnere noch den allerersten Weltraumanzug, das war 1951 in einer großen Kammer. Und da war die ganze Instrumentarium, den Mann in dieser Kammer am Leben zu erhalten. Die haben die Luft rausgepumpt, dass die entsprechend 90 Kilometer Höhe war. Da hat er beispielsweise eine Radioröhre ohne Glas hat er da betrieben. Das heißt, er war echt im Vakuum. Das waren noch zwei Kleiderschränke. Und jetzt kam es darauf an, diesen ganzen Klapperatismus so klein zu machen, dass er das auf dem Rücken als Rucksack tragen konnte. Und als Gene Armstrong, als erster den Mond betrat und mit diesem kleinen Ding, auch der Anzug muss weiß sein, ja, um die Sonnenstrahlung abzuwehren, das sind alles sehr komplexe Dinge, dann besteht ja aus 6 oder 8 Schichten. Und das war auch eins meiner Gebiete, auf dem ich mitgearbeitet habe. Alles, das ist interessant. Aber darf ich... einen ganz anderen Aspekt vielleicht anleuchten, das soll gar keine Provokation sein. Dieser schreckliche Spruch, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Sie kamen aus einem kriegszerstörten Land mit ihren eigenen schweren Erfahrungen in diesem Krieg, dann dort hinüber und haben sich mit diesen Dingen wissenschaftlich beschäftigt. War es dort drüben denn nicht auch so, dass, weil, wie Sie vorhin gesagt haben, alles, was da gemacht wird, kostet ja ungeheuer viel Geld, hatte das nicht damals auch schon einen sehr starken militärischen Aspekt, das Ganze? Ja. Raumfahrt, sicherlich unter diesem Aspekt gesehen, hat Sie das nicht gestört? Ja, grundsätzlich war es so, dass ja die ganzen Hilfsmittel, das Werkzeug, die V2 bitte, ja, ist ja doch eine Angriffswaffe gewesen und die haben wir dann umgebaut zu einem Weltraumschiff. Aber das ist ja genau das gewesen, was wir wollten. Dass wir zeigen wollten, dass unsere Weltraumfahrt ein friedliches Objekt sein kann und sein muss und dass wir mit den Mitteln, die für den Krieg zunächst einmal entwickelt worden sind, dass man die dafür einsetzen kann. Und ich habe ungefähr nach gut 15 Jahren in der Weltraumfahrt gearbeitet. Und als dann mein Lieblingsgebiet zu der Handlangerin des Kalten Krieges erstmal wurde, dieser furchtbare Streit zwischen den Russen und den Amerikanern, wer ist der Erste im Weltall, wer ist der Größte. Deswegen habe ich auch dem Mondfluge zugestimmt, um den Russen den Mund zu stopfen. Und seit wir als Erste auf dem Monde gelandet sind, ist es dann auch Gott sei Dank ruhiger geworden. Jetzt mittlerweile geht es schon wieder los, ja, mit Spionensatelliten, mit Killersatelliten. Und ich finde es furchtbar, dass mein Gebiet jetzt wieder zur Handlangerin nicht des Kalten, sondern des Heißen Krieges werden soll, Laserstrahlen, das alles, sodass ich eigentlich bewusst dieses Gebiet verlassen habe. Ich möchte nicht mehr drin arbeiten, wenn es missbraucht wird. Sie haben 2-3 Mal eben gesagt, wir haben damals, wir haben das so. Sie waren also Dozent an der
California University in Los Angeles, Mitbegründer der amerikanischen Gesellschaft für Weltraummedizin, mussten Sie, um an diesen Projekten damals mitarbeiten zu können, mussten Sie die amerikanische Staatsbürgerschaft annehmen oder haben Sie es? Nein, das musste ich nicht. Das haben wir mit. Hat Sie nicht gezwungen? Das haben wir mit großer Freude gemacht. Sie haben vorhin gerade erzählt, 1938 haben Sie mich daran erinnert, an meine ersten Versuche im Kulturfilm. Ich wollte schon 37, 38 nach Amerika auswandern, hatte auch schon als Austauschstudent einen Pass in der Tasche. Ich sollte nach Berkeley gehen. Und dann kam der Krieg dazwischen. Ich habe als Astronom in Amerika, wo diese großen Sternwarten sind, die gesamte Astronomie, moderne Astronomie ist ja in Amerika gemacht worden. Ja, diese Entdeckung der Expansion des Weltalls. Wir haben dort die größten Teleskope, sodass ich eigentlich immer schon sehr stark nach Amerika geschielt habe. Und ich war sehr glücklich und froh, dass ich vor 25 Jahren amerikanischer Bürger werden könnte, der ich heute noch bin. Seit 25 Jahren amerikanischer Staatsbürger. Ja. Da sagt sicher drüben keiner Mr. Professor zu Ihnen, sondern wie sagen die? Ja, also hey Doc oder? Ja, Doc. Hey Hobby. Ja, oder? Doc oder nein, da gibt es noch einen, ich habe es ja nie zu einem Spitznamen gebracht, ja. Ich würde ganz gerne Blecki zu Ihnen sagen, ja. Ja, warum? Ich würde mich sehr geehrt fühlen. Okay, aber ich muss Ihnen da, Professor. Ich muss aber auch einen Spitznamen für Sie haben, ja. Also ich habe es nie zu einem Spitznamen gebracht. Ich habe ja den furchtbaren Vornamen Heinz. Wissen Sie, wo der herkommt? Ich bin 1913 geboren. Ich meine, das steht ja in jeder Zeitung, nicht? Im nächsten Jahr werde ich 70. Wahnsinn. Und war damals. Das Fishing? A little bit, ja. A little bit, ein kleines bisschen. Und damals war es so, dass damals gab es doch diese Schnulze, ich habe mein Herz in Heidelberg verloren. Oh ja. Und der Held, der hieß Karl-Heinz. Und mein Vater hat den Vornamen Karl. Und ich bin einer der vielen Leitgenossen in meinem Alter, die den scheußlichen Namen Heinz haben, bloß weil der sein Herz in Heidelberg verloren hat. Das ist eine schöne Erklärung. Ich habe es nie zu einem Spitznamen gebracht. Und jetzt vor 3 Jahren, als ich mit meiner Familie drüben war, ich habe aus erster Ehe, mein ältester Sohn ist 39, der ist Professor für Strahlenheilkunde an der University of Arizona in Tucson. Mhm. Und der Kleine, der war damals 10, die beiden Brüder sind so weit auseinander, und da hörte er, wie die Studenten meinen ältesten Sohn in der Art ansprachen, das ist so eine nette Art, mit der die Studenten in Amerika ihre Professoren, High Prof. Und da fragt er, was heißt denn das? Das sagt er, weil der Älteste ist auch Professor. Und auf dem Nachhausweg sagt er, Mickey, sag mal, Daddy, du bist doch auch ein Professor. Da kann ich dich doch auch Prof nennen. Ja? Und seit der Zeit nennt er mich Prof. Und das hat sich rumgesprochen. Und also beispielsweise bei unserer Produktion, da habe ich jetzt auch den Spitznamen Prof. Da ist das also Blecki neue und Prof. Spitzname wollen wir es so gemacht lassen? Für heute? Sagen Sie mal Prof. Ja. Wie kam es, dass ein so hochkarätiger und hochgradiger Wissenschaftler dann plötzlich Mitarbeiter bei Walt Disney wurde? Ja, das hat auch mit der Weltraumfahrt eine sehr enge Bewandtnis. Wir haben damals in den 50er Jahren, da war also Werner von Braun und dann natürlich die Amerikaner haben auch mittlerweile sehr, sehr schöne Sachen gemacht. Da war Professor Kaplan, Physiker an der University of California, dann Whipple, der Astronom von MIT. Und wir haben in einer großen amerikanischen Zeitschrift, das entspricht etwa so dem Stern, ja, Colliers. Ist Ihnen das noch ein Begriff? Nee, aber ich wollte noch sagen, weil unsere Zuschauer wollen immer wissen, was hat er gerade gesagt? MIT ist, glaube ich, das ist Massachusetts Institute of Technology in Boston. Boston. Ja, in Cambridge bei Boston. Ja. Ja. Und wir haben eine Artikelserie gebracht in 3 Ausgaben mit Titelbildern über Weltraumfahrt. Das war 1951, also 6 Jahre vom ersten Sputnik. Da hatten wir schon ziemlich genau gewusst, wie wir diesen dämlichen Weltenraum erobern wollten. Mhm. Und dann kam Disney eines Tages an und fragte uns, ob wir das nicht auch als Film für ihn machen würden. Er hatte damals gerade seine berühmte Disneyland-Serie gemacht. Und dann hat er also von Braun und Kaplan und Whipple und Willy Ley und mich, hat er also in sein Studio bestellt. Und dann haben wir ihm diese Filme mal
entworfen. Mhm. Und die waren dann ein wirklich großer Erfolg. Und dann hat mir viel Spaß gemacht und kam schon wieder, Sie haben ja vorhin davon gesprochen, meine alten Wünsche, vielleicht doch auch im Kulturfilm was zu tun. Mhm. Und dann kam er eines Tages an und sagte, ich möchte gerne einen Film über Atomphysik machen, also über die Geschichte des Atoms. Ja. Und da ich in Kalifornien lebte, war ich ja sozusagen vor der Haustür, und da bin ich hingegangen und hatte mir gezeigt, so ein Storyboard, wo er den Film so entworfen hatte. Und das stimmte vorne und hinten nicht. Bitte, das waren ja auch Künstler, nicht? Und deswegen hat er mich ja auch gefragt. Da war die ganze Chemie war da drin und alles, es passte gar nicht hinein. Und da habe ich gesagt, Walt, ich mache Ihnen ein schönes Treatment. Und da bin ich also in die Wüste gefahren, nach Palm Springs. Übers Wochenende habe ich dann also diese Story gemacht, Unser Freund, das Atom. Das war der Titel, den Walt ihm schon gegeben, Our Friend, the Atom. Und da hat es ihm ganz gut gefallen und da sagte er, Menschenskind, Heinz, das musst du, gerät da drüben mit Vornamen immer, das musst du für mich machen. Da sage ich, ja wieso, denn ich habe ja schließlich auch noch meinen Job bei der University. Ja. Da sagt er, da rede ich mit dem Dekan. Und jetzt typisch amerikanisch. Der Dekan, der ließ mich dann kommen und sagte, ich habe gerade mit Herrn Disney gesprochen, der möchte gerne, dass Sie für ein Jahr bei ihm arbeiten. Dann sagte er, ja, würden Sie mich denn lassen? Das sagt er, das ist wichtig für uns, sagt der. Natürlich, weil Disney ihm wahrscheinlich $1 Million dafür geboten hat, dass er den berühmten Wissenschaftler... Nein, das ist wirklich nicht so gewesen. Da sieht man Amerika wieder falsch. Nein, weil das Gefühl, dass unsere Story, die wissenschaftliche Story, nicht richtig unter die Leute kommt. Und wenn so ein Mann wie Disney das machen will, dann müssen wir ihm helfen. Du gehst jetzt dorthin, da hat er mir ein Jahr Sabbatical gegeben, also ein Jahr Urlaub mit Bezahlung. Jetzt staune ich wirklich. Ich wollte nämlich auf die Frage hinaus, ob Sie bei Walt Disney gelernt haben, hohe, komplizierte wissenschaftliche Vorgänge allgemeinverständlich unter die Leute zu bringen. Und jetzt erfahre ich, eigentlich hat es Walt Disney von Ihnen gelernt. Nein, so ist es nicht. Nein. Ich habe also in meinem Leben vier Chefs gehabt, darunter vier Chefs, Moment, zwei Nobelpreisträger, einen hervorragenden Wissenschaftler und Walt Disney. Mhm. Und unter all diesen Vieren bewundere ich Walt Disney am meisten. Er ist ein unerhört kluger Mann gewesen und ich habe von ihm sehr, sehr viel gelernt. Er ist abends immer so durchs Studio gelaufen und unsere Filme, ich habe es vorhin schon erwähnt, die werden ja in kleinen Bildchen gemalt, ungefähr so 300-400 Bilder und er wird unten drunter geschrieben. Er sagt immer, beim Fernsehen hat das Bild das Vorrecht. Der Text, den machen wir hinterher, wenn wir fertig sind. Es ist ja völlig falsch, eine Fernsehsendung zu machen am Schreibtisch. Ja? Ich spreche immer von den Schreibtischtätern. Tätern. Um dann hinterher mühsam Bilder zu suchen, um den Text zu illustrieren. Das ist falsch. Ja? Das Bild muss vorweg gehen. Und ich habe von ihm ungeheure Sachen gelernt. Also ein Spruch, den werde ich nie vergessen. Er sagte einmal, als wir dann abends da dieses Storyboard anguckten, und da war so irgendetwas, was er selber nicht so richtig verstanden hat, und dann eine Sache, die ich etwas zu langstielig gemacht habe. Und er sagte, pass mal auf, Kinder und einfache Leute verwechseln Verstehen mit schon gewusst. Das ist eine sehr kluge Überlegung. Oh. Wenn ich Ihnen jetzt irgendetwas erzähle über die Astrologie oder, sagen wir mal, über Geophysik, das haben Sie irgendwie schon geahnt, ja? Ich will nicht sagen, dass Sie ein naiver Mensch sind, Blecki. Doch, bin ich, Prof, bin ich. Ne? Ich bin froh, wenn ich mir meine Naivität noch erhalten jetzt kann. Jetzt erzähle ich Ihnen was über die Ozonosphäre beispielsweise. Ja. Ja, guck mal. Vorsicht, da ist ein Mikrofon. Ja, guck mal, das habe ich mir immer schon so gedacht. Ja. Und wenn ich es Ihnen so erkläre, dass Sie es auf Anhieb verstehen, da haben Sie das Gefühl, ach, das habe ich ja schon gewusst. Ja? Und so muss man es machen. Ja, es gibt ein Zitat. Wenn es in absehbarer Zeit nicht gelingt, durch Kernfusion neue Energien zu erschließen, droht der Menschheit eine Katastrophe. Das haben Sie 1979 gesagt. Sind Sie unverändert dieser Ansicht, Prof? Ja, es hängt damit zusammen, dass das größte Problem, das wir überhaupt haben, ist die Überbevölkerung. Ich wundere mich darüber, dass da so wenig geschrieben wird. Ja, wir sitzen jetzt auf 4,3 Milliarden Menschen. Und alle Voraussagungen über die Zahl der Menschen in der nächsten Zukunft
der vergangenen 20, 30 Jahre waren falsch. Wir werden im Jahr 2003 auf 8 Milliarden Menschen sitzen. Wie sollen wir die denn ernähren? Das geht doch nur. Und außerdem kommt hinzu, dass just die sogenannten Entwicklungsländer sich noch ungehemmt vermehren. Im Jahre 2000 werden 80% der Menschheit aus Menschen zusammensetzen aus den unterentwickelten Ländern. Und die sogenannten hochindustrialisierten Länder wie wir, Europa, da können wir Russland, die Vereinigten Staaten und Kanada dazu nehmen, ja, wir sind noch 20%. Wir müssen dann diese ganze Menschheit über Wasser halten. Wir müssen sie ernähren. Oh. Und es geht nur, weil auch die Ernährung, die Landwirtschaft ist ja auch eine Industrie, dass wir nicht unsere Energiezukunft verrotten lassen. Und ich sehe keine Möglichkeit, diese Riesenmenschenmengen, wenn wir die Bremse nicht anlegen, ohne dass uns wirklich der Zugang zu dem größten Geheimnis der Natur, nämlich der Kernfusion, wie die Sonne und die Sterne ihre Energie herstellen, dass wir ihr dieses Geheimnis ablauschen. Und da sitzt sie aber drauf, ja, das ist, wir kennen das Prinzip schon seit 40 Jahren und wir haben noch relativ wenig Fortschritte gemacht. Wenn uns das nicht gelingt, sieht es ziemlich mies aus. Nun haben Sie im Zusammenhang mit dieser Befürchtung gesagt, dieses Problem könnten nur die Vereinigten Staaten von Amerika lösen. Die Frage ist weder polemisch noch politisch. Nee, das habe ich, glaube ich, in dieser Form nicht gesagt. Mich interessiert Sie vom Wissenschaftlichen her. Wieso können es die Russen nicht? Ja, nein, die Russen können es auch. Können es auch. Und wir können es auch. Bitte, wir haben ja doch in, leider Gottes ist das wieder ein politisches Versäumnis, das unverzeihlich ist, ist das Zentrum der europäischen Fusionsforschung nach England gegangen. Das hätte hier nach München, nach Garching kommen können. Ja. Aus irgendwelchen Gründen hat es dann nicht geklappt. Nein, wir sind alle dran. Die Russen sind dran. Und was man oft nicht versteht, mit Ausnahme von der Weltraumfahrt, und das ist der Grund, weshalb ich mich da zurückgezogen habe, da besteht noch eine ziemliche Kontroverse. Ja? Wir haben es ja mal versucht, mit den Russen zusammen ein gemeinsames Weltraumprojekt zu installieren. Das ist auch gelaufen vor 3 Jahren und die haben sich irgendwo nicht vertragen. Aber es gibt glücklicherweise, auf dieser Seehöhe der Wissenschaft gibt es eine internationale Brüderschaft unter den Wissenschaftlern. Wenn es sich darum dreht, jetzt sagen wir mal die Kernfusion in die Hand zu kriegen, da gibt es auch kaum Geheimnisse, weil ein Fachmann, ein russischer Fachmann, ein Deutscher oder ein Amerikaner oder ein Japaner, wenn die erstmal am Tisch zusammensitzen, dann erzählen sich diese Dinge schon. Ja? Es sieht mit der Kernfusion nicht sehr schön aus. Die Russen und die Amerikaner haben versucht, mit einem konzentrierten Laserstrahlen zu arbeiten. Es hat nicht funktioniert, jedenfalls nicht in der Form, wie wir es erwartet haben. Wir müssen also weiter mit der magnetischen Flasche arbeiten, aber ich will ja hier keinen Physikunterricht geben. Ja, ne? Aber was ich aus Ihren Worten mit fast Erleichterung entnehme, ist es richtig, wenn ich sage, dass ein Mann, der so viel weiß über diese Dinge wie Sie, wenn ich richtig gehört habe, dass der doch etwas mehr Hoffnung für als Angst vor der Zukunft hat. Ja, da bin ich also immer geteilter Meinung. Wenn ich manchmal an die Überbevölkerung denke, dann kriege ich es mit dem Grausen zu tun. Auf der anderen Seite hoffe ich dringend, dass wir Menschen das, was ich den letzten Intelligenztest bezeichnet habe, dass wir den noch bestehen werden, dass wir uns nämlich endlich mal vertragen. Ja, jetzt beispielsweise diese Falklandinsel-Geschichte, habe ich mit größter Aufmerksamkeit verfolgt. Das ist doch ein Operettenkrieg aus dem vorigen Jahrhundert. Ne? Ist doch irre. Das, was sich überhaupt noch unterhalten muss, ob man Atombomben abschafft, das ist doch Dummheit. Also mit anderen Worten, meine Hoffnung ist, dass die Menschheit vielleicht diesen letzten Intelligenztest noch besteht, dass es sich zusammenfindet, denn es geht doch um uns alle jetzt. Und da ist die viel verteufelte Wissenschaft vielleicht ein internationales Bindeglied, das man nicht unterschätzen darf. Die Politiker
die verstehen sich gar nicht so gut. Ja? Weil die immer schielen müssen nach der nächsten Wahl oder nach der Ideologie, die bei ihnen zu Hause gehandhabt wird. Bei Wissenschaften ist es so, dass der Gedankenaustausch uns weiterbringt. Die Frage steht hier knapp formuliert. Sie haben sie eigentlich schon beantwortet, aber vielleicht haben Sie noch einen Satz, der uns Hoffnung macht. Sie haben uns schon so vieles Unverständliche erklärt. Ja. In Ihrer Arbeit. So gut ich konnte. Können Sie uns vielleicht auch erklären, wieso es nicht möglich ist, dass den Wissenschaftlern es so schwer gelingt, die Politiker davon zu überzeugen, dass wenn wir weiter so wie die Lemminge ungefähr auf den Abgrund zurasen, dass es dann irgendwann Schluss ist? Kann ja, die Wissenschaft, der Wissenschaftler, den Politikern das nicht klar machen? Das sind leider Gottes zwei Paar Stiefel, in der ich auch selber in meinem Leben einige bittere Erfahrungen habe machen müssen. Wenn wir Wissenschaftler beispielsweise das Weltall erobern wollen, da hatten wir nur im Sinne, wir wollen die Erde erforschen, wir wollen wissen, wie es an den anderen Planeten aussieht, wir wollen Nachrichtensatelliten bauen, wir möchten bitte das Wetter endlich mal besser verstehen, so bauen wir Wettersatelliten. Und in dem Moment, wo wir so etwas gemacht haben, dann kommen die Politiker und reißen uns das aus der Hand. Und dann werden wir mit unserem Patriotismus, ja, werden wir dann verleitet, ja, dann doch wieder für sie zu arbeiten. Der Oppenheimer-Komplex, das hat mich unerhört beeindruckt, 1956, als Oppenheimer sich geweigert hat, die Wasserstoffbombe zu bauen, weil er gesagt hat, das gehört nicht auf die Oberfläche eines Planeten, das gehört in das Innere der Sonne und der Sterne, da wo die Natur sie hingesteckt hat. Lasst uns die Finger davon. Dann hat man ihn als Patriot angefasst, ja, wenn es die Russen bauen, müssen wir es doch auch haben. Und aus diesem Komplex sehe ich keinen Ausweg. Ich meine, ich habe, wenn Sie so wollen, lieber Blecki, etwas resigniert. Ich arbeite nicht mehr in der Weltraumfahrt, solange hier von Killersatelliten geredet wird. Das sollen die alleine machen. Lieber Prof. Believe it or not, glauben Sie es oder glauben Sie es nicht, unsere Zeit ist um. Resignieren Sie bitte nicht, lieber Professor Dr. Heinz Haber, lieber Prof, resignieren Sie nicht und versuchen Sie vielleicht mit Ihren Kollegen rings um den Globus weiterhin uns Menschen irgendwie klarzumachen, dass wir es schaffen, unsere Welt noch möglichst lange so schön zu erhalten, wie sie ja eigentlich doch ist. Ja, das tun wir, wenn unsere Arbeit, die Früchte unserer Arbeit vor den Politikern geschützt wäre. Alles Gute, herzlichen Dank und bleiben Sie gesund. Professor Dr. Heinz Haber.